Hier sehen wir Guido Weber, wie er den Futtertisch für seine Milchkühe deckt. Kürzlich durften wir den Schweizer Landwirt auf seinem Hof im Kanton Zürich besuchen. Die ersten Kühe haben ihr Futter auch schon bald entdeckt. Aber es muss hier doch noch mehr Tiere geben. In der Freilaufhaltung stehen Milchkühen ja immer verschiedene Funktionsbereiche zur Verfügung. Zum Beispiel die Liegehalle zum Schlafen und Wiederkäuen. Und zwischen Fressplatz und Liegehalle ist der Auslauf. Also, Guido, eins fällt auf. Die sind sehr ruhig. Ja. Die sind nicht so gestresst. Das muss doch sie. Ja. Da. Aber wie viel Tiere habt ihr hier? Es werden immer mehr. Das sind 34 Kühe. Aha. Plus Kälber, 50 Stück. Und gefühlt sind etwa 60 jetzt um uns rum. So. Was, das ist die Großmutter? Ja, 13 Jahre alt. Oh. Aber sicher eine Ausnahme. Ja. Also die Großmutter ist 13? Ja. Und wie alt ist so der Durchschnitt bei dir im Betrieb? 7 Jahre. Aha. Selbstverständlich wird hier auf dem Hof Kuhkomfort großgeschrieben. Mit einer automatischen Kuhbürste. Und weil die Kühe große Hitze nicht so gerne mögen, gibt es eine Kuhdusche. Und läuft die Dusche den ganzen Tag? Nein. Nein, im Sommer. Nachmittag. Ja? 30 Grad im Schatten. Gibt es so einen feuchten Nebel. Wassernebel. Guido, eben habe ich gesehen, eine Kuh hat nicht nur eine Nummer am Ohr, sondern auch einen Namen. Ja. Ist das eine besonders nette oder warum hat die einen Namen? Nein, das Namen haben alle Tiere. Ja. Das war nur mal so ein spezieller Ohrmarkenversuch, wo wir den Namen angeschrieben haben. Und du kannst alle 50 auseinanderhalten? Ja, fast. Okay, wen haben wir denn hier? Das ist die Jola. Die ist gar nicht neugierig. Nein, nicht. Und nach welchem System vergibst du die Namen? Sind das immer die gleichen oder geht es dem Alphabet nach? Nein, der Anfangsbuchstaben des Vaters. Ah, ja. Okay. Und die Namen sind noch nicht ausgegangen? Nein. Gibt immer noch mit V. Die Zentrale des Betriebes aber ist der Melkstand. Im Durchschnitt geben Guidos Kühe 8000 Liter Milch im Jahr und kennen den Weg zum Melken natürlich ganz genau. Trotz moderner Melktechnik ist hier die gefühlvolle Hand des Melkers gefragt. Jetzt schauen wir uns auch noch den Kälberstall an. Die männlichen Kälber, das ist eine Besonderheit des Familienbetriebs, werden nicht an einen spezialisierten Mester abgegeben, sondern hier in der Gruppe bis zu einem Alter von etwa 160 Tagen aufgezogen. In der Schweiz nennt man Maststiere und Mastkälber übrigens kurz Munis.
Der Stall entspricht dem Schweizer Rausprogramm, nachdem die Kälber regelmäßigen Auslauf ins Freie haben. Und die Tiere hier sind zwischen 3 Wochen und 4 Monaten alt. Für die Kälberaufzucht ist Katja Weber-Stoll zuständig. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Kälber gesünder sind und Verluste geringer ausfallen, wenn Frauen statt Männer sich um die Jungtiere sorgen. Haben die Kälber jetzt auch schon Namen oder kommt das noch? Nur die Aufzuchtkälber. Die Lama. Die anderen sind einfach Muni. Muni. Die bleiben ja auch nicht so lange, ne? Ja. Das sieht man mal, der Bauernhof ist doch ein Streichelzoo. Ja, das ist mal bei denen, wo man behalten. Oder Aufzuchtkälber. Das macht das natürlich viel aus. Und auch die anderen, wenn die dann abgeholt werden, dann ist es natürlich auch schön, wenn sie kommen. Und nicht, man muss ja alle einfangen. Das sind nicht alle gleich. Hallo, was ist los? Hä? Was wollt ihr? Hä? Moni. Wenn sie eben so ein bestimmtes Alter haben, mit 3 Monaten, dann werden sie eben so angriffig. Also nicht angriffig, sie spielen. Und das tut manchmal weh. Hä? Schön, dass wir hier heute mal reinschnuppern durften.